Freunde, und herzlich willkommen hier bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid, und ja, wie ihr dem Titel vielleicht entnehmen könnt, geht es heute nicht direkt ums Fliegen. Also wir fliegen heute nicht von A nach B wie sonst auch. Ich zeige euch heute mal, wie man den Flybarware installiert für alle Neulinge und wichtige Tools, die ihr noch installieren müsst über den Installer, sowie eine komplette Flugplanung gehen wir mal durch mit einem interessanten Tool für die, die es natürlich noch nicht kennen. Für all diejenigen, die das Fliegen schon kennen und mit dem Flybarware schon unterwegs sind, die können jetzt ja ausschalten, oder ihr bleibt natürlich weiter dabei. Vielleicht lernt ihr noch das ein oder andere Neue. So, wir gehen direkt mal los und starten hier auf der Flybarware-Seite. Also, was benötigen wir, um den Flybarware fliegen zu können im Microsoft Flight Simulator? Natürlich das Flugzeug. Dafür geht ihr einmal auf flybywiresim.com. Den Link werde ich auch nachher in der Videobeschreibung hinterlegen. Dann braucht ihr euch das jetzt nicht aufschreiben. Dann klickt ihr einmal hier auf Installer und dann kommt ihr hier auf diese Seite direkt. Also ihr werdet direkt runtergescrollt und dann könnt ihr hier direkt auf Download klicken. Dann ladet ihr die Installer-Datei runter und dann kann es auch schon losgehen. Sobald ihr den Installer installiert habt auf eurer Festplatte, habt ihr auch ein Desktop-Icon in den meisten Fällen vorhanden. Die sieht dann so aus, das ist der Flybarware Installer. Da klickt ihr dann einmal drauf und dann landen wir auch schon im Installer vom Flybarware. Hier oben links haben wir vier Menüpunkte, einmal hier mit dieser Finne und noch drei weitere, darauf gehen wir dann gleich ein. Hier findet ihr direkt das Flugzeug, den A320 und zukünftig auch den A380, wenn er dann mal rauskommt. Der A320 teilt sich in zwei Versionen auf, einmal die Stable-Version und einmal die Dev-Version. Diese unterscheiden sich in dem Sinne einfach nur, dass die Stable-Version, wie der Name schon sagt, die aktuell stabilste Version ist, mit Systemabstürzen und Bugs, und die Dev-Version hier mit dem Haken ist die aktuellste Version mit den neuesten Mechaniken, Features und so weiter, wo es aber auch zu Bugs kommen könnte. Ich benutze nur die Dev-Version, weil ich immer die neuesten Features haben möchte und muss sagen, bis jetzt hatte ich tatsächlich noch nicht einen Bug entdeckt. Und ich hatte, wie ihr in meinen Videos sehen könnt, auch noch nie Probleme gehabt, so richtig. Eigentlich noch gar nicht mit der Dev-Version. Und ich kann euch die Dev-Version nur empfehlen. Die hat immer die neuesten Features, wie gesagt. Und wenn ihr euch dafür eine entschieden habt, ihr könnt auch beide installieren, ist kein Problem. Ihr könnt hin und her switchen. Wir gehen jetzt mal hier auf die Dev-Version. Bei mir steht jetzt Update. Da ist ein Update rausgekommen. Das ist ein gutes Beispiel zum Beispiel. Machen wir das jetzt einfach mal, führen wir das durch. Bei euch steht jetzt hier einfach Install. Bei mir steht jetzt Update. Wir klicken einmal auf Install. Jetzt fragt er mich hier nach einem Add-on, was ich installiert habe. Das kann ich mit Yes bestätigen. Das müsste bei euch nicht kommen. Dann fragt ihr euch hier nach, ob ihr das jetzt installieren möchtet und wie viel Speicherplatz es braucht. Klicken wir natürlich auf Install, das ist bei euch dann auch so. Dann installiert er das. Das dauert bei euch vielleicht ein bisschen länger, weil ihr noch den ganzen Flieger installieren müsst. Ich glaube, der hat so 2 bis 3 GB Gesamtgröße. Ich habe jetzt nur ein Update. Da warten wir kurz, bis der hier fertig ist. Und die Dev-Version, die wird auch immer wöchentlich sehr, sehr oft abgedatet. Also jedes Mal, wenn ihr fliegen möchtet, würde ich euch empfehlen, den Installer starten, wenn ihr die Dev-Version habt, und immer gucken, ob ein neues Update vorhanden ist. So, wie ihr gerade schon gehört habt, ist das Update durchgelaufen. Hier unten hatten wir auch kurz so ein kleines Pop-Up-Fenster gehabt. Die Dev-Version ist grün, seht ihr auch hieran. Ich zeige euch noch kurz den Unterschied, wenn ihr jetzt beide Versionen installiert habt. Ich habe auch beide. Wenn wir auf Stable gehen, kann ich hier einfach Switch Version machen. Und das heißt, ich könnte jetzt einfach rüber wechseln und auf die Stable zum Beispiel, ja, weil ich hier auch installiert habe. Das ist gar kein Problem. Aber wie gesagt, ich fliege immer mit der Dev-Version. So, wenn ihr es gemacht habt, dann ist der Flieger in eurem Microsoft Flight Simulator bereits implementiert. Was wir jetzt noch machen müssen, ist SimBridge installieren. SimBridge ist eine
externe App, wie es hier unten auch steht, die verbindet den Flieger mit noch einem externen Server. Dadurch könnt ihr zum Beispiel euch das Terrain anzeigen lassen im FlyWire und eure MCDU auch separat steuern, wenn ihr möchtet, auf einem zweiten Monitor. Ich habe SimBirds immer aktiviert, um das Terrain anzeigen zu lassen, um noch so ein bisschen ja, mehr Features und so ein bisschen das Feeling mehr zu haben vom Fliegen. Deswegen ist das auch immer sehr nützlich. Ja, wie ist die Installation? Ganz einfach. Ich klicke hier drauf, SimBridge. Bei mir steht jetzt installed bereits. Da gibt es kein Update. Ihr könnt das einfach wieder installieren. Und dann ist das auch schon fertig. Wenn ihr das einmal gemacht habt und fliegen möchtet, dann müsst ihr hier oben einmal auf Start klicken. Das mache ich jetzt einmal. Dann öffnet sich kurz ein Fenster. Dann öffnet der SimBridge. Und dann minimiert er sich automatisch. Ich habe das jetzt gemacht, dass ich immer manuell auf Start drücke. Ihr könnt auch über die Autostart-Funktion das Programm immer nach jedem ja, Windows-Start automatisch starten lassen. Ich habe es deaktiviert, weil ich das immer sehr gerne manuell mache, weil ich natürlich nicht jeden Tag liege und das Programm nicht immer im Hintergrund laufen haben möchte. So. Close. Das Programm läuft. Das heißt, wir können nachher entspannt in den Flieger steigen. So, wir gehen noch kurz den Installer durch. Wir haben jetzt hier noch die Boeing 74S und Salty mit drin, die wir installieren können. Interessiert uns jetzt aber nicht. Dann haben wir hier noch hier die Base Models und der FSLTL Injector für die Models. Das ist fürs Online-Fliegen wichtig. Darauf komme ich aber in einem anderen Video zu, wenn ihr daran Interesse habt. Ihr könnt es ja einfach mal in die Kommentare schreiben. Ja, und hier seht ihr noch den A220, der dann auch irgendwann mal kommen soll. Ja, also fassen wir zusammen. Wir brauchen eigentlich nur hier oben dieses Fenster. Wenn ihr fliegen wollt an dem Tag, dann gucken, ob die Dev-Version geupdatet ist. Und ob ihr SimBridge auch installiert hat und geupdatet hat. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir über in den nächsten Part. Und der heißt wohl dann Flugplanung. Ja, um einen richtigen Flug durchführen zu können, brauchen wir natürlich auch einen anständigen Flugplan. Und ja, um halt dieses reale Gefühl auch ein bisschen mehr zu haben, benutze ich das Tool SimBrief bei Navigraph. SimBrief ist eigentlich das Tool, was jeder auch benutzt in der Online-Fliegerei und überhaupt in der Flugsimulationsszene, sage ich jetzt einfach mal. Ihr müsst dafür nichts bezahlen, ist alles kostenlos. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das, gibt natürlich auch ein Abonnement von ca. 11 Euro umgerechnet. Da habt ihr dann immer die aktuellsten Routen und Strecken mit drin und auch Karten und Charts im Endeffekt, ja. Fürs Offline-Fliegen allerdings benötigt ihr das meiner Meinung nach nicht. Das ist absolut ausreichend, auch die Free-Version zu haben. Ich bin auch eine Zeit lang mit der Free-Version rumgeflogen online, bis ich dann festgestellt habe, ja gut, ich komme wohl doch nicht drum herum, mal mir die kostenlose Version zu holen. Ja gut. Aber wie gesagt, es ist kostenlos und wir gehen mal kurz auf die Registrierung ein und dann zeige ich euch gleich nochmal eine Flugplanung, wie das Ganze ausschaut. Also, ihr geht einmal auf simbrief.com. Wie gesagt, den Link, den poste ich auch noch einmal in die Videobeschreibung. Dann geht ihr hier oben auf Register und Create an Account. Um dort jetzt einen Account zu erstellen, müsst ihr einmal hier auf Navigraph euch einen Account erstellen. Dazu geht ihr einmal hier unten, könnt ihr auf Create a Free Account machen, wenn ihr möchtet. Oder ihr geht auf navigraph.com. Den Link, den kriegt ihr auch in die Beschreibung gepackt gleich. Dann hier oben einmal auf Create Account und dann landet ihr auf dieser Seite. Hier gebt ihr einmal euren ersten Namen ein, euren Nachnamen, dann eure E-Mail-Adresse, wo das Ganze hingeht, auch die Login-Daten und so weiter und euren Alias. Na, wir gehen mal hier Aero Adventures ein zum Beispiel. Adventures, so Adventures und dann ein Passwort. Dann klickt ihr einmal auf Create an Account. Und dann landet ihr auch schon in diesem Fenster hier, wenn ihr das alles gemacht habt. Ja. Und dann habt ihr einen Navigraph-Account erstellt. Und was ihr jetzt noch machen müsst, was ganz wichtig ist, damit der Simulator auch weiß, wo diese ganzen Wegpunkte sind und dass es überhaupt neue Wegpunkte gibt, müsst ihr jetzt euch noch den Navigraph-Hub herunterladen. Den findet ihr einmal hier oben rechts auf
Downloads und dann einmal Navigraph Hub. Den ladet ihr jetzt dann runter, klickt auf Download, installiert das Ganze wie gehabt, normal. Und dann müsstet ihr eigentlich so ein Fenster hier bekommen, ja. Und müsst ihr euch den Simulator auswählen. Bei mir hat das, glaube ich, selbstständig erkannt, das ist jetzt schon so ein bisschen her, als ich das mal installiert habe. Aber wenn ihr da Fragen habt, dann könnt ihr mich gerne nochmal kontaktieren. Ich helfe euch dann da nochmal. Ihr habt dann diese vier Auswahlmöglichkeiten und ihr müsst eigentlich immer nur hier das oberste IOWAX Circle müsst ihr einfach nur installieren. Bei mir ist jetzt Remove. Bei euch müsst ihr hier, wie hier steht, Install, einfach das installieren. Und wenn ihr das getan habt, dann ist die Installation komplett und der Simulator weiß jetzt nun oder hat die aktuellsten Wegpunkte und weiß jetzt auch nun, wo er langfliegen muss, laut dem Flugplan, den wir jetzt gleich erstellen werden. Ja, das war ein Navigraph und ja, als nächstes geht es weiter rüber zu Simbrief. Auf geht's! Ja, jetzt loggen wir uns einmal auf der Simbrief-Seite ein. Das heißt, wir gehen zurück auf simbrief.com, gehen hier oben auf einmal auf Login, dann landet ihr auf dieser Seite. Klicken einmal auf Sign in natürlich und dann landet ihr auf dieser Seite. Ihr könnt euch dann hier über eure Navigraph Login-Daten einloggen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann landet ihr auf dieser Seite. Das ist, ja, das ist Simbrief. Sieht sehr wild aus, aber meine Freunde, ich sage euch, das ist nicht so schwer. Wir gehen das Ganze jetzt einmal durch. Und zwar gebt ihr hier einmal Airline ein. Von oben nach unten gehen wir das mal durch gerade. Also Airline braucht ihr nicht. Im Endeffekt braucht ihr nur die roten, ja, die roten Felder auswählen. Wir gehen mal hier ein bei Depart jetzt ganz, ich sage einfach mal Quick and Dirty Düsseldorf, EDDL für Düsseldorf und wir machen hier als Zielflughafen einfach mal Nürnberg, EDDN. Dann habt ihr hier ein Alternate, könnt ihr noch eingeben, wenn ihr möchtet, oder es automatisch lassen. Und eine Departure Time, das ist jetzt, wann ihr losfliegen möchtet, wie viel Uhr. Das ist aber auch etwas eher irrelevant. So, als Aircraft Type gibt ihr hier einfach den A20N ein und dann lädt der gute Herr schon und erstellt uns auch schon eine Route. So, das Programm hat uns jetzt schon eine fertige Route für nach Nürnberg. Erstellt. Ja. Hier bei Airframe könnt ihr ja, könnt ihr das auf Default lassen, wenn ihr möchtet. Es gibt noch Fly-by-Wire All Versions Version Airframe für. Das ist aber nicht so relevant. Das braucht ihr auch nicht zu installieren. Ich lasse es jetzt einfach mal auf Default. Ja, habt ihr das könnt ihr alles leer lassen. Das ist auch irrelevant alles. Wie gesagt, das ist alles quick and dirty. Wie gesagt, ihr braucht hier nichts eintragen. Hier ist dann noch ja, der IWAC Circle. Ich habe immer den aktuellsten, weil ich das Abonnement habe und darum geht es bei Navigraph auch. Wenn ihr das Abonnement habt, habt ihr immer die aktuellsten Wegpunkte. Ansonsten habt ihr etwas veraltete Wegpunkte. Das ist aber gar kein Problem. Wie gesagt, im Offline-Fliegen ist das irrelevant. Ja? Also das steht jetzt bei euch vielleicht IWAC 2203 oder sowas. Das könnt ihr alles so lassen hier. IFR-Rules, wir fliegen nach Instrumentenflugregeln, das lassen wir auch. Departure, Runway 23 Left, Arrival 28. Diese Informationen holt er sich auch automatisch aus den aktuellen, ja, aus den aktuellen Metadaten und Wetterlagen raus. Das heißt, die sind auch aktuell und da braucht ihr euch auch keine Sorgen machen. Das heißt, ihr startet auf der 23 links. Er hat uns auch hier schon, ihr habt jetzt eine Karte, könnt ihr reinzoomen. Ja. Hat er uns auch schon den Wegpunkt aus Düsseldorf rausgeholt, wie wir fliegen, wie wir zu fliegen haben, ja, alles ganz easy. Das heißt, wo waren wir gewesen? Hier genau, das bleibt alles so, wie es ist. Und auch hier die Fuelplanung, da braucht ihr auch nichts zu beachten. Hier unten, das habe ich jetzt, ja, ich probiere es mal auszublurren, meinen Namen und eure Piloten-ID, das hat er alles dann aus Navigraph rausgeholt. Hier auf der Rechtsseite sehen wir dann die Route, die wir haben. Wir fliegen hier über die Kumig 6 Tango Departure Route, über die SID Kumig 6 Tango, dann über Kumig. Das ist alles hier schon mit drin. Ja, das ist super,
Super, ein super Programm. Ihr müsst da kaum was machen. Und dann hat er hier die ganze Route bis zur Doda und Victor Arrival nach Nürnberg. Und hier seht ihr die Arrival, die geht hier schön die Transition lang und dann hier runter bis nach Nürnberg runter. Ja, 1A Flugroute. Ihr könnt die hier dann noch wechseln. Ich gehe mal hier gerade in die Übersicht rein. Ihr habt hier auf der rechten Seite noch die Möglichkeit, die Route zu ändern. Also wir haben jetzt hier diese. Wenn ihr hier klickt, einmal darunter die, dann ist die Route ein bisschen abgeändert. Ja. Hier seht ihr auch immer die Routendistanz. Ja, 277 nautische Meilen und bei der anderen sind es 278. Also das ändert sich jetzt nicht so viel. Bei weiteren Strecken gucke ich ab und zu mal, welche Route ich nehme. Aber die vorgeschlagene Route, die ist meistens die beste. So, wenn ihr das alles habt, dann können wir einmal das alles leer lassen, also so wie es ist. Das, ja, das ist jetzt einfach, genau, da braucht ihr nichts zu machen, sag ich mal. Ne? Wenn wir das haben, also ihr habt Departure, Arrival eingegeben und euer Flugzeug, das reicht eigentlich schon. Dann könnt ihr hier oben auf Generate Flight gehen. Da klicken wir es einmal drauf. Dann generiert er diesen Flugplan komplett für euch. Tada! Und da ist der Flugplan nun fertig erstellt. Hier sehen wir nochmal euer Callsign. Das könnt ihr natürlich selber noch eintragen, selbstverständlich. Departure, Arrival, Alternate hat er selber ausgefüllt. Da hatten wir ja nichts eingetragen, sondern Auto. Frankfurt haben wir als Alternate Airport, unser Flugzeugmuster, den A320 Neo. Dann unser Departure Date, 2. Januar. Uhrzeit, wenn wir starten und die voraussichtliche Ankunftszeit 1947 und unsere komplette Flugzeit sowie Blocktime. Stunde 12 insgesamt für die Route. Ja, das hat er alles schon ausgerechnet. Wir fliegen sogar, die Flughöhe hat er uns gegeben, die wir fliegen sollen, 23.000 Fuß mit einem Kostindex von 34 im Fly-by-Wire und die komplette Routendistanz von 277 nautischen Meilen. Wir haben hier ein Average Wind von 260 mit 5,8 Knoten und eine Windkomponente von plus 38. Das heißt, wir haben 38 Knoten Rückenwind. Dementsprechend haben wir auch ja, Rückenwind und wie ich schon sagte, natürlich und sind auch schneller an unserem Ziel. Gut, das ist Release Nummer 1, das heißt der erste Flugplan und ja, IROC Circle ist im Endeffekt die aktuellen Wegpunkte, die ich hier habe. Ganz einfach und leicht erklärt. Ja, hier sehen wir unsere Passagiere. Wir haben 113 Passagiere, unsere Gewichte und alles. Und hier die Route nochmal komplett, wie wir sie auch hatten. Gut. Der Flugplan über Simbrief ist erstellt nun. Und im Endeffekt kann es jetzt auch schon in den Simulator gehen. Das Ganze, würde ich sagen, wenn ihr daran Interesse habt, würde ich euch das nochmal natürlich auch nochmal im Flieger zeigen. Und ja, wir fliegen doch am besten auch diese Route direkt mal ab von Düsseldorf nach Nürnberg. Und ich gehe dann im nächsten Video mit euch ins Cockpit, stelle da alle wichtigen Sachen ein bezüglich SimBrief, wie ich das in den Fly-by-Wire implementiere und was für Vorteile mir das bringt. Also auch in der Box, um den Computer hinterher zu programmieren für den Airbus. Ja, alles ganz easy und ganz einfach. Das alles werde ich im nächsten Video machen mit der Konfiguration des Fliegers im Simulator und mit der Erstellung des Flugplans und ja, von dem Flieger auch starten von Cold and Dark, also komplett schwarz, bis er Saft hat und bis wir zur Taxiway rollen und sogar auch abheben. Das mache ich dann alles im nächsten Video. Ja, ich hoffe, ich konnte euch jetzt noch so ein bisschen helfen, wie ihr den Flyby-Wire installiert, wie ihr auch die Flugplanung macht. Ich finde, Flugplanung ist ganz wichtig, denn bringt nochmal so ein gewisses Feeling. Ja, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen da und ja, abonniert mich am besten, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video und kein weiteres Tutorial von mir. Das war mein erstes Tutorial. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein paar nette Kommentare da lasst oder auch nicht, ja, wie euch das Video gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.